Ein schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten hat sich am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr auf einem Rastplatz an der Autobahn 6 bei Sinsheim ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer mit 4 weiteren Insassen im Alter von 20 bis 24 Jahren in Fahrtrichtung Kreuzwaldorf unterwegs und ist mit hoher Geschwindigkeit kurz vor der Einfahrt zum Rastplatz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann über den gesamten Parkplatz geschossen. Dort durchpflügte er den Grünstreifen, touchierte einen Baum, zertrümmerte mehrere Begrenzungssteine und knallte schlussendlich mit seinem Fahrzeugheck in einen abgestellten Anhänger eines parkenden polnischen Sattelzugs. Der Auflieger wurde durch den heftigen Aufprall einige Meter nach vorn geschleudert. Alle 5 Mercedes-Insassen wurden bei dem Crash verletzt. Bei einem Insassen wurde eine Wirbelsäulenverletzung vermutet und deshalb ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verletzten in ein Krankenhaus flog. Alle anderen Insassen wurden per Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Schockierend ist, dass die Insassen bewusst darauf verzichtet hatten, die Polizei oder den Rettungsdienst zu alarmieren. Erst ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde etwa 80 Minuten nach dem Unfall auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine Alkoholkontrolle beim Fahrer hatte einen Promillewert von ca. 0,6 Promille ergeben. Sein völlig demolierter Mercedes CLK 320 sowie sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.